So, Freunde, willkommen zurück bei Ultima 9 Ascension. Wir stehen jetzt hier in Britain. Wir haben in der letzten Folge den Schrein von Valoria gereinigt. Wir haben auch das Problem mit den Dämonen erledigt und sollen jetzt laut Aussage von Raven zu Lord British, denn der wüsste, was zu tun ist. Das passt sehr gut, denn hier bei Lord British, da befindet sich ja unser Schlafgemach. Und da können wir dann auch endlich mal unsere Sachen so ein bisschen aussortieren und natürlich unsere Gesundheit wieder auf Vordermann bringen. Die ist ja momentan doch etwas angeschlagen. So, es ist auch Nacht, das heißt, es passt sogar. Wir können uns dann erstmal ins Bett legen, bis wir gesund sind. Jetzt hört man hier schon wieder Kampfmusik. Scheint schon wieder irgendwo eine Ratte in der Nähe zu sein. Aber ich lasse sie jetzt einfach mal unbeachtet. Und wir versuchen mal hier in Richtung von Lord British Schloss zu gehen. So. So viel zur Einleitung. Ich überlege nur gerade, wie es weitergeht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich meine, ich weiß jetzt noch eine Stelle, die ich machen muss, damit es weitergeht. Früher oder später jedenfalls. Aber so richtig gut erinnern kann ich mich nicht. Ich bin gespannt, was Lord British jetzt sagt. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Aber gut, wir werden das gleich sehen. Da ist schon Lord British Schloss. Und dann beginnt auch wieder diese wundervolle, schöne englische Melodie. Ich habe sie ja schon lange nicht mehr gehört. Nee, also die ist ja schon so ein bisschen nervig, diese Melodie, zumindest wenn man sie auf Dauer hört. Aber trotzdem freue ich mich jedes Mal, wenn ich es wieder höre und zurück in Lord British Schloss bin. Ich habe schon wieder Probleme mit der Sprache. Warte mal, wenn wir gerade mal hier sind. Ich weiß nicht, ob ich von dem das gelernt habe. Eda Avatar, wenn ihr Lord British sucht, der ist weggegangen. Hä? Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist, doch im Schloss wird gemunkelt, dass er ausgezogen ist, um sich Blackthorn zu stellen. Stellt euch das mal vor, der alte Mann begibt sich in Teufels Küche. Na super. Ganz großes Kino. Eigentlich wollte ich nur zu dem, um zu überprüfen, ob wir bei dem schon unsere Fertigkeiten erhöht haben. Lord British ist also weg, um sich in dunklen Gefahren zu stellen. Na super. Da können wir ja gerade mal schauen. Tja, und da ist auch tatsächlich niemand auf seinem Thron. Super. Ganz großes Kino. Gut, wir werden wahrscheinlich Informationen dazu bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann werden wir trotzdem erstmal durchführen, was wir machen wollten, nämlich das Inventar so ein bisschen ausmisten und uns ins Bett legen. So, in meiner Wohnung sieht es schlimm aus. Glaubt mir, in meiner echten Wohnung sieht es nicht ganz so schlimm aus. Ich habe da schon etwas mehr Ordnung. Jetzt schauen wir da einfach mal. So, was haben wir denn noch hier? Die rote Kerze, wir nehmen sie mal mit. Beziehungsweise wir stellen sie mal dahin. Eine Kampfaxt, die ist wahrscheinlich eher Schrott. Ich weiß nicht, warum wir die mitgenommen haben. So, jetzt geht es ans Eingemachte. Diamanten, das sind wir ja genau richtig, denn hier auf der Seite werden die Diamanten auch gelagert von mir. So. Atem des Mana. Dämonenruf. Feuerkreis. Karte von Valoria, die packen wir auch mal dahin. Ich weiß nicht, ob wir die Karte noch brauchen. Dann haben wir hier noch ein normales Buch. Ich packe das auch mal dahin. Karte von Buccaneer Stern. Und ein Buch. Welches Buch ist das? Inopia. Das Wort der Macht. Das haben wir gebraucht, um aus dem Dungeon des Tat rauszukommen. So, schauen wir mal. Hier haben wir bunte Vielfalt an Zauberfläschchen. Was wir nicht so viel dabei haben. Gar nicht sozusagen. Das sind Heiltränke, ne? Ich glaube, die kann ich auch dahin stellen hier. So, weil die Farben brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur normale Heiltränke. Selbst die brauchen wir nicht mehr, denn wir können uns ja selber heilen. Sofern wir genug Mana haben. Also brauchen wir eher Mana-Tränke. Naja, gut. Wir lassen es einfach mal so. Blitz. Feuerball. Eine Halskette. Die ballern wir mal dahin. Eine Alraune. Das Schwarzfels, ich lasse es mal in der Tasche. Weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass wir irgendwann die komplette Ausrüstung aus Schwarzfels haben. Ich weiß, dass ich sie früher gehabt habe. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo ich die her hatte. So, brauchen wir diese Schlüssel noch? Wahrscheinlich auch nicht. Und da ist sogar unser Schild, welches wir schon seit vielen Folgen vergessen haben anzulegen. Das ist immer so ein bisschen ein Problem bei mir. Ich bin darauf angesprochen worden. Vielen Dank dafür übrigens. Beziehungsweise ich bin darauf hingewiesen worden, dass wir doch das Schild oder dass ich doch das Schild anziehen soll. Das ist tatsächlich immer das Problem. Weil ich spiele ja auch Herr der Ringe und so und da trage ich nun mal kein Schild. Und irgendwie
läuft es dann manchmal durcheinander und ich weiß gar nicht mehr, dass man hier bei Ultima ein Schild anhaben kann. Bei Gothic konnte man ja auch kein Schild tragen. Also ich bringe da manchmal was durcheinander. Das Buch der Drei, das ist das Dämonenbuch. Nämlich nicht an, dass wir das jetzt noch aktuell brauchen. So, und jetzt haue ich mich einfach mal ins Bett, würde ich sagen. So, gute Nacht. Schön mit Schild und so weiter. Und draußen fängt es sogar an zu regnen. So, jetzt warten wir erstmal, bis die Gesundheit wieder auf Vordermann ist. Und dann hoffe ich mal, dass wir das aufgrund des Schatteneinfalls in der Tür vor uns sehen, dass es wieder hell wird. Momentan sieht es aber noch sehr stockdunkel aus. Und die Gesundheit ist jetzt wieder voll. Sehr schön. Na, da wird es doch heller, glaube ich, oder? Zumindest kann ich jetzt hier hinten das Gemäuer sehen, was ich eben noch nicht sehen konnte. Ach, warte mal, wir wollten da noch was machen hier. Junge, Junge, Junge. Wir wollten noch einen Heiltrank mitnehmen. So, unsere Shortcut-Leiste wieder auffüllen, sozusagen. Jetzt haben wir die Orangen, die bringen aber gar nichts, ne? Komm, dann lass das mal. Lass das mal stecken, wir nehmen die zwei mit. Und dann ist das gut. Obwohl, da ist noch einer, ne? Ach, Mando, die wollte ich gar nicht einstecken. Da hinten ist noch ein Heiltrank, da wollte ich hin. Ja, die Heiltränke werden langsam rar. Aber wie gesagt, ist normalerweise kein Problem. Denn wir können uns ja selbst heilen. So, das einzige Problem ist, was wir jetzt haben, ist, wo ist Lord British hin? Vielleicht weiß die was darüber. Die sitzt ja hier schließlich die ganze Zeit. Seid gegrüßt, Avatar. Ich hoffe, ihr seid wohlauf. Ist das ein Klavier? Nein, ein Cembalo. Es sieht wie ein Klavier aus, doch das Instrument zupft die Saiten wie eine Harfe, anstatt sie wie ein Klavier anzuschlagen. Es ist das Lieblingsinstrument von Lord British. Wie heißt das Stück, das ihr spielt? Es heißt Steine. Iolo schrieb es vor Jahren. Es wird überall in Britannia gesungen. Komisch, dass ihr es noch nie gehört habt. Doch, ich kenne das Lied. Darf ich mal spielen? Sicher. Hier, stellt das Notenblatt auf das Cembalo, damit es gut zu lesen ist. Lasst jetzt die Musik des Cembalos durch euch strömen. Stellt das Notenblatt auf das Cembalo. Wir werden mal testen, ob das so funktioniert. Naja, ich weiß nicht, ob es gut zu lesen ist, aber ich probier's mal. Jawohl, das geht doch hier. Der Avatar, der alte Musikus. Gnädige Frau, darf ich das Notenblatt behalten? Ich dachte, ihr würdet spielen. Wisst ihr was? Warum behaltet ihr das Notenblatt nicht einfach? Dann könnt ihr dieses Stück spielen, falls ihr es euch anders überlegt. Hab Dank. Lebt wohl. Wir haben doch gespielt. Was ist los mit dir? So, komm, steck's wieder ein. Und wir gehen mal da oben hin. In Lord British Gemächer. Das eine ist der Schlafraum hier. Und das ist hier so ein Aufenthaltsraum. Sein Büro vielleicht, ja. Ein schickes, großes Büro. Sein Schlafgemach. Und da hinten steht auch ein Cembalo. Ich muss mal gerade was schauen. Kann man nichts damit machen. Das ist nämlich das, was ich noch weiß hier. So, ich weiß nicht, kann ich mich da draufsetzen? Wir müssen nämlich in seinem Gemach mit dem Cembalo spielen. Und dann bekommen wir was dafür. Das heißt, ich lege auch hier wieder das Notenblatt auf. Notenblatt, ja. Ich bin auch so ein Blatt. Das Notenblatt auf das Cembalo. Und fange an zu spielen. Und wenn wir das nicht tun würden mit dem Notenblatt, dann würde es nicht funktionieren. Aber so funktioniert das. Mal schauen, was passiert. Die Kiste verschwindet und gibt ein kleines Geheimnis preis. Der Ankh der Spiritualität. So ist es richtig. Und der wird uns jetzt auf dem weiteren Wegen behilflich sein. So, was wir allerdings noch nicht wissen, ist, wo ist Lord British eigentlich hin? Ich werde jetzt nochmal versuchen, mit den anderen Leuten hier im Haus zu schreiben, jetzt sage ich schon, zu sprechen.
Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie in den Griff bekommen. Denn ich bin mir sicher, dass der eine oder andere noch was weiß hier unten. So, die nette Frau, die hat mir nichts von Lord British erzählt. Zumindest nicht, wo er hin ist. Jetzt gucken wir mal hier, ob die Wachen was wissen. Es tut mir leid, ich bin im Dienst. Ja, ich will dich aber nur was fragen, mein Freund. Grüß. Es tut mir leid, ich bin im Dienst. Ah, super. Ich glaube, die Wachen brauche ich hier jedenfalls nicht fragen. Mal gucken, was da vorne noch rumläuft. Ja, der hier. Der Vogel, der wird was wissen. Ich fand eine Nachricht von Lord Blackthorn. Okay. Dank sei den Tugenden, dass ihr hier seid. Lord British las diesen Brief, der an euch gerichtet war, und verließ uns, um sich Blackthorn im Abgrund entgegenzustellen. Ich habe versucht, es ihm auszureden. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass das eure Aufgabe sei, doch er wollte nicht auf mich hören. Er sagte nur, es sei an der Zeit, selbst in den Kampf zu ziehen. Er ist der König. Er sollte nicht sein Leben mit so etwas Törichtem riskieren. Ja, super. Ganz großes Kino. Da weiß ich überhaupt nichts jetzt. Ihr wolltet sich Lord Blackthorn stellen, ja, ist ganz toll. Ich glaube, das ist auch eine normale Wache. Seid gegrüßt, Avatar. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Macht weiter so. Jo, und du willst mir wahrscheinlich immer noch nichts beibringen, ne? Hey da, Avatar, wenn ihr Lord British sucht, der ist... Ich weiß... Ja, ich kann das wegklicken. Ja, so richtig viel Informationen haben wir jetzt nicht. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist vielleicht, dass Raven noch was weiß. Warte mal, wo geht's denn eigentlich hier lang? Ach, hier. Avatar, wie schön, euch zu sehen. Das Leben hier in Britain ist so viel besser geworden, seit ihr mithelft. Hier, esst etwas, bevor ihr geht. Ihr könnt nicht wie Haut und Knochen durch Britannia ziehen. Und da fällt mir noch was ein. Irgendwie kann man, glaube ich, diesen Tisch hier decken. Da gibt es so ein kleines Easter Egg. Ich weiß es nicht. Also man kann natürlich decken, indem man dann alles normal draufstellt, aber... Es gibt ja auch ein Easter Egg, wo dieser Tisch dann plötzlich gedeckt ist. Ich weiß es nicht mehr. Müsste ich mich mal informieren. Müsste irgendwas draufstellen, irgendwas ganz Bestimmtes. Aber okay. So, man sieht, es ist die Morgendämmerung. Ein neuer Tag hat begonnen und wir, ja, ich würde sagen, wir gehen zu Raven zurück und werden ihr mal berichten. Und dann mal schauen, was es für Möglichkeiten gibt, wo wir noch hin können. Ich wüsste jetzt aktuell nichts. Und das ist auch wieder so eine Sache, so eben wie mit diesem Notenblatt, ne? Na, ist halt, wenn ich das nicht wüsste, wenn ich das nicht irgendwo gehört hätte oder so, ich glaube, ich hätte mich niemals an dieses Klavier gesetzt und hätte gespielt. Also so manchmal, ich glaube, da ist hier und da so eine kleine Lösung schon erlaubt, also eine kleine Lösungshilfe. Ich überlege mir gerade, weißt du, du hast hier so eine riesige, gigantische Welt und kommst nicht mehr weiter. Du kannst praktisch an jeden Ort dieser Welt nochmal hingehen, um irgendwas zu erfahren, wie es dann vielleicht doch weitergeht. Und dann letztendlich dieses Klavier klickst du wahrscheinlich nie an, weil du einfach nicht auf die Idee kommst, was hat das Klavier mit der Lösung zu tun. Also da müsste man vielleicht irgendwie mehr Hinweise drauf geben. Oder ich habe die Hinweise übersehen, das kann natürlich auch sein, aber generell würde ich das schon sagen. So, mal gucken, was Raven zu sagen hat. Jetzt haben wir natürlich hier geschlafen und wenn wir jetzt mit dem Schiff reisen sollten, dann ist natürlich hier wieder das Problem, dann ist der Tag wahrscheinlich schon wieder rum. Hallo, schöner Mann. Wohin machen wir uns jetzt auf? So, warte mal. Ich weiß nicht genau. Lass mich ans Ruder und ich werde darüber nachdenken, wohin wir gehen müssen. Ich muss Lord British finden. Er ist im Abgrund. Ja, genau. Ich muss Lord British finden. Er ist im Abgrund. In den Abgrund, was? Das wird nicht einfach sein. Was meinst du? Ich weiß nicht, wie man dorthin kommt. Weißt du, jede Stadt der Tugend hat ein Gegenstück in Form eines Dungeon. Da der Abgrund das Gegenteil der Spiritualität ist, sollten wir vielleicht nach Skara Brae gehen und nachsehen, ob wir von dort aus einen Weg in den Abgrund finden können. Okay. Einverstanden. Gehen wir. Einverstanden. Gehen wir nach Skara Brae. Gut, das führt uns jetzt zumindest schon mal nach Skara Brae. Wie es von da aus weitergeht, das werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich rausfinden. Ja, so manchmal wird mir schon so ein bisschen an die Hand genommen, aber eben nicht immer, ne? So. Es ist aktuell noch hell. Ach ja, ich erinnere mich, hier waren wir schon mal.
Aber ich würde jetzt vorschlagen, wir speichern erstmal ab. 171. So. Dann gucken wir mal, was hier passiert ist. Seit wir das letzte Mal hier waren. Oder waren wir hier überhaupt schon mal? Also ich war hier auf jeden Fall schon mal. Aber ich bin mir momentan nicht so sicher, was wir alles gemacht haben. Ich grüße dich, Avatar. Ich bin wieder Shaminum. Ich grüße dich, mein Freund. Sag mir, wie kommt es, dass du im Reich des Geistes gefangen bist? Wie gesagt, ich habe ein geistiges Abenteuer unternommen, um mehr über die Säulen zu erfahren, die Britannia verderben. Der Guardian erfuhr von dem Abenteuer und hat einen Zauber über mich verhängt, der die Rückkehr in meinen Körper verhindert. Du musst bitte diesen Zauber brechen, damit ich nach Britannia zurückkehren kann. Was soll ich tun? Du musst ein Ritual durchführen, das die Barriere zwischen der geistigen und der materiellen Welt öffnet. Dieses Ritual erfordert die Glocke, das Buch und die Kerze. Ich bin sehr erschöpft. Je länger ich aus der materiellen Welt fort bin, desto schwieriger ist es, mit ihr in Kontakt zu bleiben. Hör gut zu. Wenn du mich aus dieser Welt befreien möchtest, musst du den Seelenquell auf der Insel Scarabre betreten. Dort wirst du meinen Körper finden. Damit du den Quell betreten kannst, musst du erst einen Ankh der Spiritualität finden. Ich weiß, dass Lord British immer einen in seinem Schloss hatte. Ich hörte, er bewahrt den Ankh an einem sicheren Ort in seinem Schlafgemach auf. Ich werde dich über das Ritual aufklären, wenn du diese drei Dinge hast. Such sie in ihren traditionellen Heimstätten, Servant's Hold, der Abtei der Empathie und dem Lyzeum. Leb wohl, Avatar. Okay. Das heißt, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, wir brauchen hier gar nicht weiterzugehen, denn wir brauchen noch verschiedene Teile. Das erste haben wir bereits gefunden und damit hat sich übrigens auch schon meine Anmerkung erledigt, dass wir keine Tipps dazu bekommen. Er hat ja jetzt eben gesagt, es liegt was Geheimes im Schlafzimmer von Lord British. Das haben wir jetzt schon gefunden. Es fehlen aber uns noch weitere zwei Teile. Ich will das nochmal gerade hier in Erinnerung rufen. So, wir gehen nochmal dahin ins Bestarium und von dort zurück. So, Schlaf gemacht, bla bla blub. Mitteilt, dass ich einen Ankh der Spiritualität brauche, um den Seelenquell von Scarabre zu betreten, wo es seinen Körper finden kann. So, für was braucht man die anderen Teile? Ritual braucht man die Glocke der Tapferkeit, das Buch der Weisheit und die Kerze der Liebe, die ich seinen Angaben nach in Servant's Hold, im Lyzeum und in der Abtei der Empathie finden kann. Ach okay, das brauchen wir für das Ritual. Aber seinen Körper muss ich auch finden und der ist hier irgendwo in Scarabre. Und zum Einlass brauchen wir diesen Ankh. Ich grüße dich, Avatar. Wie ich sehe, hast du die Glocke, das Buch und die Kerze noch nicht gefunden. Einige Seelen, die in diesem Quell gefangen sind, haben es gesagt. Sie könnten dir vielleicht helfen, die Gegenstände zu finden, die du brauchst. Bitte eile dich, mein Freund. Ich werde immer schwächer. Naja, so ein bisschen Zeit musst du mir schon lassen, mein Freund, ne? Also muss ich wahrscheinlich zuerst die Sachen finden. Okay, das kann natürlich alles gut sein. Was haben wir denn da hier? Wieder so eine Phasenspinne. Guck mal da hinten. Ein Geyser. Diese Krabbe, okay. Alter Schwede, hier geht's ab hier ins Scarabre. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause. Und sehen uns übermorgen wieder. Macht's gut, bis dann.